Das E-Auto als Firmenwagen. Hi, ich bin Daniel und heute geht es wieder mal um das Thema Firmenwagen und um genau zu sein, um das Thema E-Auto als Firmenwagen. Ja, wir bekommen immer wieder die Frage, wie sich Firmenwagen, ob sie sich lohnen, was für Firmenwagen sich lohnen, wie die besteuert werden und. Und ich habe heute mal zwei Folien aus unserem Webinar Richtig investieren mit der GmbH mitgebracht, wo es genau um das Thema geht. Das heißt, falls ihr irgendwelche Informationen aus diesem Video nicht bekommen solltet, könnt ihr gerne in dieses Webinar und euch dort nochmal in ausführlicher Weise anhören, was Felix und Sandra, unsere Partnersteuerberaterin, zu dem Thema zu sagen haben. Ja, wir schauen uns heute an, was der Firmenwagen, und zwar das E-Auto als Firmenwagen, taugt. Wir müssen hier gerade mal vorweg sagen, ja, es hat vielleicht nichts mit der Gewinnerzielungsabsicht einer vermögensverwaltenden GmbH zu tun, sich einen Firmenwagen zu holen. Wir haben ja diese Kostenvideos und in denen sagen wir, hey, ihr könnt alle Kosten geltend machen, die mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun haben. Das E-Auto oder das Auto an sich hat erstmal nichts mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun, wenn man Aktien handelt und. Ja, das stimmt soweit. Man hat aber die Möglichkeit, sich das E-Auto als Teil des Gehaltes für den Geschäftsführer, ne, in der Regel seid ihr die Geschäftsführer der eurer Vermögensverwaltung GmbH, kann man sich als Gehaltsbestandteil auszahlen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe ja das Beispiel, wie schon vorhin gesagt, aus dem Webinar. Und das ist das reale Beispiel von unserem Geschäftsführer Felix, der, um es hier schon mal vorwegzunehmen, für seinen Tesla im Monat privat 64 Euro versteuert. Ne? So. Grundsätzlich kann man alle Kosten in der Firma geltend machen oder die ganzen Kosten trägt die Firma, auch wenn es Gehaltsbestandteil ist. Man muss nur einen Teil des Bruttolistenpreises, ja, das Wort seht ihr ja auf der Folie öfters, einen Teil des Bruttolistenpreises privat über die Lohnabrechnung versteuern. Ja, alle Kosten trägt aber die Firma. Kaufpreis, Kfz-Steuer, wenn es anfällt, hier Reifen, Werkstatt, ne, Winterreifen, Sommerreifen, Scheibenwasser, Strom und. Und hier am Model 3 Performance, das Beispiel, das wir mitgebracht haben, wäre der Kaufpreis 58.000 Euro. Und wichtig hier, damit das funktioniert, damit ihr nur einen Teil des Bruttolistenpreises zahlt, muss der Kaufpreis, der Bruttolistenpreis unter 60.000 Euro liegen. Ja? Und warum E-Auto? Weil die unterschiedlichen Arten von Auto, ja, Verbrenner, Hybrid und Batterieelektrisch oder auch E-Auto, unterschiedlich besteuert werden. Man zahlt nämlich bei Verbrennern, wie ihr in der Tabelle sehen könnt, 1% des Bruttolistenpreises, bei Hybrid 0,5% des Bruttolistenpreises und bei den Batterieelektrischen, ja, dem Tesla zum Beispiel eben, nur 0,25% des Bruttolistenpreises. Wenn wir zurückgehen, dann sehen wir dieses Beispiel, die 0,5, ja, hier unten links in der Ecke, die 0,25 mal die 58.000 mal 44,3, in dem Fall die Einkommenssteuer, da kommen wir auf einen Wert von 64 Euro. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, aber dann muss ich mir ja als, dann muss ich mir als Geschäftsführer ein Gehalt auszahlen, denn grundsätzlich muss man sich in der Vermögensverwaltung GmbH ja kein Gehalt auszahlen. Na, das steht einem ja frei. Man kann ja auch alles, was man da an Gewinnen von Aktien etc. erwirtschaftet, erstmal drin lassen und wieder reinvestieren, was wir auch immer wieder befürworten. Man muss sich aber, um das nutzen zu können oder davon profitieren zu können, muss man sich ein Gehalt auszahlen. Und das sollte ungefähr 500 Euro pro Monat sein, ja, um davon Gebrauch machen zu können. Ja, um das hier mal erwähnt zu haben, die Frage bekommen wir nämlich auch sehr häufig. Die zweite Frage, soll ich mir das Auto leasen oder soll ich mir das Auto kaufen? Steuerlich in dieser Rechnung macht es erstmal keinen Unterschied. Es geht hier wirklich um den Bruttolistenpreis. Wo es aber einen Unterschied macht, ist in der Kostenstruktur der GmbH. Ne, wenn ich lease, dann hat das Auto ja monatliche Kosten. Dann kann ich die monatlichen Kosten in der GmbH ansetzen. Wenn ich es kaufe, dann wird die GmbH zum Eigentümer, was es beim Leasen nicht ist. Dann wird die GmbH zum Eigentümer und ich kann das Auto auch abschreiben. Ja, das sind die großen Unterschiede. Ja, und ein anderes Thema, was jetzt nicht mit E-Autos zu tun hat, sondern E-Bikes, ja, für die Sportlichen unter uns.
kann man, oder das funktioniert genau gleich, allerdings nur, wenn das E-Bike auch Kfz zugelassen ist, also wenn es ein Kennzeichen hat, dann gelten auch die 0,25%. Wenn es ein ganz normales Fahrrad ist, dann kann man es sogar komplett von Firma zu Arbeitnehmer geben. Ja. Und ein weiterer Bonus hier sind die Sozialversicherungsbeiträge. Ne? Wenn ihr das Gehalt dann zahlt, wegen des Firmenwagens, seid ihr als gesellschaftender Geschäftsführer, wenn ihr mehr als 51% der Gesellschaft haltet, nicht sozialversicherungspflichtig. Ja, das könnt ihr, das auch noch, ist auch noch zu beachten, vor allem, wenn es dann um die Lohnabrechnung geht und um eure Kalkulation, ob es sich für euch lohnt oder nicht. Ja, alles Weitere könnt ihr auch gerne, wie gesagt, in unserem Webinar von Felix und Sander erklären lassen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare, in den Kommentaren stellen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns auf der Webseite buchen. Bis dahin, ciao.